Ja, Schatz. Ja, klar, Schatz. Ich ja, klar, aber... Nee, ich wollte nur... Was ich... Meinst du nicht... Was ich... Können wir nicht mal zum Italiener gehen? Zum Palästinenser, okay. In 15 Minuten, das schaffe ich nicht. Ich bin noch im Büro. Du, das Vorzimmer klopft gerade an. Ich melde mich. Ja, ja. Was denn, Fräulein Jasper? Ich bin ja auf dem Sprung. Wer will mich sprechen? Jesus Christus. Ja, kenne ich den Mann. Da geben Sie mir mal einen Tipp, was ich... Langhaariger aus Nazareth. Oh, der, um Gottes Willen. Nein, der will mir sein Buch andrehen. Sagen Sie ihm, ich bin verreist. Ich habe mich schon dreimal verleugnen lassen. Okay, wissen Sie was? Nein, ich gehe ran. Stellen Sie mir durch, okay? Jesus, altes Gotteshaus, na? Was kann ich für Sie tun? Bitte. Ja, natürlich haben wir ein Manuskript bekommen. Tolles Ding, großartig, toll, toll. Wir melden uns bei Ihnen, ja? Machen Sie es. Nein, Jesus, das haben wir alle gelesen mit Genuss. Wir melden uns bei... So, was wir besonders gut fanden. Also am schönsten war diese Grundgeschichte, nicht? Die Sie in diesem Buch erzählen wollen, von diesem armen Jungen, der hineingeboren wird in eine Problemfamilie in den Palästinensergebieten, dann politisch verfolgt wird, in einer 9-stündigen Gewaltorgie zu Tode gefoltert und dann Auferstehung von den Toten. Wahnsinn, das hat was von Arafat meets Oliver Twist. Mit einem Hauch Vampir-Story, das ist gut. Ich sehe das vor mir als Taschenbuch in unserer Reihe Junge Wilde. So eine Art spirituelles Feuchtgebiete. Na, jetzt stellen Sie Ihr Licht doch nicht so unter den Scheffel, Jesus. Sie haben doch kein Sachbuch geschrieben. Ach nein, Sie müssen Ihre Zielgruppe mal klarer definieren. Kommen Sie, für wen schreiben Sie eigentlich? Für alle, die mühselig sind und beladen. Also ein Frauenbuch. Jesus, da sehe ich Sie nicht ganz drin in dem Segment. Und da müssen wir auch nochmal über einen Titel sprechen, den Sie hier vorschlagen. Ich bin der Weg. Das ist mir zu viel Harpe Kerkeling. Diese ganzen Selbstfindungsplots sind vollkommen durch. Und wir müssen Ihr Manuskript grundsätzlich nochmal besprechen. Weil die 2000 Seiten ist ein bisschen lang. Ich weiß noch ganz genau, als Ihr Kollege Moses hier vorbeigekommen ist. Nicht, der wollte den Ratgeber recht rausbringen. »600 Gebote«, da habe ich gesagt, Moses, wer soll denn das lesen, hey? Da habe ich die Top 10 rausgenommen, das hat sich verkauft wie warme Sonne. Können Sie es glauben, 100 Gebote wollte er allein fürs Finanzwesen. Gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? Ihr Manuskript, naja, was Sie schon machen können, damit, ja, tun Sie es so ein bisschen straffen. Schauen Sie mal, Sie schreiben da seitenweise zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin der Sohn Gottes. Ja, was denn nun? Entscheiden Sie sich doch mal für eins. Das muss knacken. Ich will Sie da natürlich nicht festnageln, um Gottes Willen. Was? Was haben Sie gesagt? Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Das ist gut. Nein, das machen wir zum Titel. Wir halbieren das und machen das zum Titel. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Das ist gut. Das klingt so nach James Dean. Radikal gelebt, früh gestorben, so wie Sie. Und jetzt hat es auch an der Kreuzung zerlegt. Also im Grunde... Bumm, wie die Faust aufs Auge. Ha? Was wollen Sie machen? Eine Lesereise? Nee, das ist keine gute Idee. Wir nehmen da Leute mit Erfahrung. Ja, nein, komm, Jesus, ich weiß, Bergpredigt, ja. Ausverkauft, ja. Hören Sie, wir haben da Leute mit Erfahrung. Ben Becker. Jesus, seien Sie nicht traurig, wir haben für Sie schon was. Kleinigkeit, wir machen so eine Zaubershow für Sie. Ha? Sie haben noch eine Menge Tricks drauf, in Ihrer Jugend sollen Sie übers Wasser gelaufen sein. Machen Sie nicht mehr. Löcher in Füßen, das ist tragisch. Warten Sie, ich kriege gerade einen anderen an. Was denn, Fräulein Jasper? Ich bin gerade mit dem... Der auch noch, um Gottes Willen. Ja, nein, ich gehe ran. Nein, ich geh, stellen Sie mir auch noch durch, dass ich mache heute beide. Ja. Mohammed, altes Minarett, na? Was kann ich für Sie tun? Wo sind Sie denn gerade? Was? In Deutschland? Das ist toll. Was wäre Ehre? Was haben Sie denn... Sie haben einen Zirkus angezündet.
Sarrazani. Der Mann heißt Sarrazin. Nein, natürlich, ihr Manuskript haben wir bekommen. Tolles Ding. Oh, tolles Ding. Koran, nicht? Tolles Ding. Nur eine Kleinigkeit, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Diese Schrift von rechts nach links, wer soll denn sowas lesen?